Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmesession von Genshin Impact. Wie ihr seht, ich habe immer noch 2 von 3 Fragmenten erst aufgetaut. Die Prüfungen hinderten mich momentan daran, das letzte Fragment aufzutauen. Habe aber nochmal geguckt, also nochmal einen Guide geguckt wegen dieser Prüfung halt. Und ich habe etwas gefunden, wo hoffentlich die Position des dritten Geistes für das Feuer hinterlegt war. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen dann heute. In der Hoffnung, dass ich es dann endlich schaffe. Ich brauche aber auch neues Essen. Deswegen werde ich einmal kurz an die Kochstelle gehen, weil wir haben ja zum Beispiel auch beim letzten Mal dieses gefrorene Fleisch bekommen. Ob man da irgendwas Spezielles mit herstellen kann, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meine eher nicht, aber zumindest kann man das mal quasi auftauen. Und ich möchte doch Ningguangs Waffe noch die maximale Sternenanzahl erhöhen. Das heißt, da werden wir auch hingehen. Ich kann leider von den anderen beiden die Sachen nicht holen, weil ich heute nicht am Wochenende spiele, sondern in der Woche, nämlich am Donnerstag. Das heißt, für Ningguang ist es perfekt. Da sind die Sachen offen. Aber für Razor und meinen Hauptcharakter, da ist es nicht offen. Das heißt, ich kann die beiden Waffen nicht das Sternlevel erhöhen. Gut, aber das ist so der grobe Plan. Ob wir dann, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie Dailies machen. Mal können wir mal gucken. Oh, ist etwas sehr verteilt. Aber mal schauen. Werden wir sehen. Das Wichtige erstmal zuerst. Deswegen Kamera aus. Und wir gehen erstmal kochen. Ich mache das aus dem Grund immer gerne draußen. Ich meine, es gibt auch drin die Möglichkeit. Aber ich finde es irgendwie... Hat er gerade ernsthaft mich gefragt, ob ich Lust zu quatschen habe? Aber ich mache es halt irgendwie gerne draußen, ich weiß nicht. Deswegen gehen wir wie immer einmal da zu der Dame an die Kochstelle. Da können wir auch immer mal hier so einen Apfel noch holen. Mach ich was so? Ne, war nichts drin. Und dann können wir mal gucken, was wir denn machen können. Ich wollte gerade sagen, wenn es lädt. So, erstmal haben wir hier dieses Fleisch. 20 Stück können wir davon holen. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das gefrorene Fleisch auch für irgendwas benutzen können, aber ich meine eigentlich nicht. Es war nur das... Oder warte mal, bevor ich das mache, gucke ich nochmal kurz. Ich bin mir nämlich echt unsicher. Das war normales Fleisch. Normales Fleisch. Ne. Also zumindest das, was wir jetzt momentan kochen können, da ist nichts mit dem gefrorenen Fleisch dabei. So, deswegen machen wir einmal... Das gesamte Fleisch dauert 20 Minuten. Okay, wir können also überlegen, was wir sonst noch machen könnten. Konfitüre habe ich 3, Wurst habe ich 5. Ich glaube, die Wurst brauche ich auch gerade momentan für wieder mal nichts, ne? So. Ich bin jetzt am Überlegen, ich glaube, so einen großen Unterschied macht es nicht, ob ich jetzt hier das nehme oder hier das Steak oder das Spiegelei zum Wiederbeleben, weil ich dann danach sowieso immer noch irgendwas anderes essen werde. Ich glaube aber auch, ja, 16, hier sind 3 übrig, ja, wir haben auf jeden Fall noch genug. Okay, wir gucken erstmal hier wieder wegen was Essbarem. Hier haben wir noch ein bisschen Hühnchen übrig. Das macht die Karte. Ah, genau. Die Abkürzung. Ich habe einen. Haben wir hier was davon?
Was ist Angriff? Angriff KT? Hat man nicht irgendwas mit... Hier. Genau. VTD. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam. Aber ich habe ja gesagt beim letzten Mal, das heißt Vitalität. Das ist das ist Blödsinn. Das heißt Verteidigung. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich darauf kam, aber das war das Erste, was mir in den Kopf kam und das klang irgendwie richtig für mich. Deswegen bin ich dabei geblieben, aber es ist falsch. Es ist Verteidigung. So, was wollen wir denn... Das wäre natürlich ein tolles Buff-Food auch für diese Prüfung, ne? Aber ich will eigentlich nicht so extrem, also so extrem gutes Buff-Food eigentlich benutzen, wenn ich Buff-Food benutze. Eigentlich würde ich es gerne sogar ganz ohne schaffen, aber ich glaube, das wird nichts. So, hier könnten wir 6 von machen. Das ist nicht so viel. Aber sonst essbar... Ah doch, wir haben hier noch mit dem Regen, ne? Da können wir auch noch gut was herstellen von. Nehmen wir mal davon. Machen wir das so? Jetzt habe ich schon gerade. Ah doch, da 13. Dann machen wir mal 17 noch. Dann sind wir wieder bei 30. Sind wir bei 30. Reicht das erstmal wieder? Ja. Ich kann ja hier, wie gesagt, noch 6 herstellen. Wie ich gerade überlegt, davon haben wir noch 9. 6-12% für 5 Minuten ist eigentlich okay. Das hier ist nur Angriff. Haben wir aber auch noch nicht gemacht. Und ich muss mich nochmal darum kümmern, dass ich ein bisschen mehr Früchte kriege. Weil hier die Beere, die ich da brauche, ist mittlerweile etwas wenig. Der Apfel ist etwas wenig. Was war das? Pfirsich, glaube ich, oder so. In die Richtung. Dämmerfrucht. Gut, sieht aber aus wie ein Pfirsich, finde ich. Hier fehlt auch so ein bisschen, aber das ist auch... Ich glaube, dieser Schinken oder was es darstellen soll, das ganz rechte Symbol, das ist auch, glaube ich, etwas von den sehr seltenen Materialien. Gut, vielleicht kann es auch einfach sein, dass ich quasi noch nicht in dem Levelbereich unterwegs bin, wo das vielleicht häufiger droppt. Das gibt es natürlich wahrscheinlich auch. Aber gerade habe ich halt eher weniger davon. So, dann machen wir das noch. Da haben wir zwar keins mehr, aber da machen wir uns nochmal 6. So. Von den Buffs Foods habe ich nichts. Hiervon habe ich 9. Brauche ich auch, glaube ich, momentan nicht noch welche. Da sind erst 4 von fertig, jetzt 5. Das dauert aber noch ein bisschen. Okay, dann machen... Das ist auch eine Frage, die ich mir gerade stelle. Wenn ich das hier koche, muss ich es auch hier immer abholen oder kann ich es auch an andere Kochstellen? Gut, ich muss das Fleisch jetzt nicht sofort mitnehmen. Das ist jetzt nicht das Problem. Und dann machen wir nämlich jetzt erstmal... Das war hier, ne? Ja, genau. Soll ich mich gerade überlegen, warte mal, wo war jetzt das Ding nochmal? ja, wir machen jetzt für Ningguangs Waffe, dass ich da kurz die Materialien farme, dass sie zumindest ein Stern-Upgrade hat, dass sie da auch auf 40 gehen kann. Ich gerade überlegen, wie haben wir es beim letzten Mal... Ah, warte mal, es könnten ja andere Mobs kommen, ne? Ich möchte das Spiel, was ich mitnehme.
Ich will wieder Eis mitnehmen. Ich bin am überlegen, wir hatten bei den anderen Waffen hatte ich, glaube ich, zweimal eins gemacht, einmal Level 2. Wenn ich es gerade noch richtig weiß. Wir haben ihre Waffe, wir haben ja das Buch nur einmal. Ningguang braucht. Xiangling. Entschuldigung, Xiangling braucht ja andere Materialien. Ich denke eher wie Razor und die Razor und die Waffe vom Hauptcharakter. Deswegen brauche ich hier eigentlich, wenn, nur 1-1 machen. Und ich muss aber auch, würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn ich dann das nächste Mal wieder zocke, für die anderen nochmal die Zweier ein bisschen machen, wegen den blauen Materialien. So. Eis habe ich beim letzten Mal nicht gebraucht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es hier genauso ist. Deswegen einfach mal rein. Ne? Die Gruppe bleibt so bestehen. Und dann rein da. Zähflüssige Bremse. Ja, das ist genau dasselbe wie vorher. Gut. Die Musik ist toll. Da ist der Schlüssel auf. Warum machen die das so dramatisch irgendwie? Jetzt gerade nochmal Schaden kassiert. Erstmal Bildung. Fünf Stück. Perfekt. Ne, verlassen. Und dann gehen wir jetzt ins Level 2, machen das nochmal. Dann haben wir auf jeden Fall genug für Ningguangs Waffe. Beziehungsweise haben wir jetzt schon. Und haben dann schon theoretisch genug für ein zweites Upgrade. Aber das werden wir uns erstmal aufbewahren. Weil ich ja auch gerne mit dem Hauptcharakter, also die Waffe des Hauptcharakters und von Razor die Waffe dann gleichzeitig mitmachen möchte. Und irgendwie habe ich doch die Hoffnung, dass es heute klappt, endgültig diese Prüfung in diesem doofen Berg zu erledigen. Oh mein Gott.
Weiß. Okay, warum hat das denn diesmal nicht so schön funktioniert? Gut, ich bin am Ende einmal in deren Gefängnis gekommen. Das war ungünstig. Aber ansonsten ging es auch irgendwie relativ langsam. Ich weiß nicht wieso. Solltest du aber hinkriegen. Das war ein bisschen komisch, dass ich das nicht hingekriegt habe eben. Vielleicht ein bisschen zu wenig doch gewechselt. Das können wir mal vergleichen mit dem letzten Mal. Ne, es ist exakt dasselbe, was ich bekommen habe. Ich habe beim letzten Mal mit den Upgrade-Sachen für Razor und Hauptcharakter habe ich auch zwei von den blauen und drei von den grünen bekommen. Also es ist entweder wieder per Zufall dasselbe oder es ist halt fest. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt ist das Problem leider, jetzt muss ich schon wieder essen. Hier. Das werden wir nicht benutzen, das ist zu gut. Haben wir noch was anderes? Nee, das andere ist alles hier irgendwie wiederbeleben, was ich gerade überhaupt nicht brauche. Ich glaube, es reicht aber, wenn wir Ningguang und Razor geben. Die regen dann genug drauf und passt dann. So. Map. Ich kann mal gucken. Hier kann ich ja auch porten. Weil den Weg will ich jetzt nicht wieder laufen. Was sind wir denn jetzt? Doch, das. Ja, genau, da ist richtig. Ich glaube zwar jetzt noch nicht, dass das fertig ist, aber wir gucken mal. Ne, es fehlen jetzt gleich noch 5 Minuten. Okay, dann wir nehmen wir jetzt einfach schon mal das mit, was ich habe. Was ich nehmen kann, besser gesagt. So, danke. Und gucken den Rest später nach. Das heißt, wir gehen jetzt zum Berg. Wir sind mal dahin gegangen, ne? Ich glaube ja. Und lassen uns ein bisschen wieder einfrieren. Oh, warte, ich habe vergessen ich habe ja die. Ich muss die Waffe noch verbessern. Ich muss ja noch die Waffe verbessern. Einmal bei Niuang Waffe verstärken. Da wollen wir einmal den Aufstieg. Damit gehen schon mal einmal der Basisangriff hoch auf, um 26 Punkte. Dann wollen wir noch verstärken. Das sind dann nochmal 70 Punkte plus Aufladerate fast 10%. Nicht schlecht. Ach, ich brauche noch Abenteurerstufe 25 dafür. Stimmt, da war ja auch was. Dann hätte ich das sowieso nicht machen können gerade.
Gut. Dann würde nur noch die Xiangling-Waffe fehlen, aber die hat eine 3-Sterne-Waffe. Da sehe ich es nicht als sinnvoll an, momentan. So. Ich muss jetzt hier runter. Und zwar habe ich gefunden. Ja, ich weiß, hier ist kalt. Dass ich das nehmen muss. Nein, nicht unbedingt das, aber. Und irgendwas frei schlagen muss, wo. Das kann ich auch noch öffnen.